Seit der Rheinische V wird Ihnen präsentiert von Bellini. Menschen, Netze, Chancen. Du bist ein Filmer, schön, ja, freut mich. Und wir gehen heute mal mit der Großgemeinde rein, den 20. Januar. Und wir gehen noch zu den Russen schauen. Heute bin ich mir mit meinem Resultat-Tipp nicht so sicher. Darum schaut mal um, hat sich dort mal überkennen. Warte mal, können wir mal schnell hier bei ihm schauen. Ich bin der Ralf Oehlike. Hoi. Hey, Draft. Ich habe bis jetzt immer eine Voraussage gemacht mit den Tipps, was das Resultat betrifft. Und heute bin ich mir nicht so sicher. Hast du recht? 0-3 habe ich getippt für Finnland. Ich bin mir nicht ganz sicher, geschwankt zwischen einem 1-1 und einem 0-1 hin und her. Was würdest du meinen? Ja, ich sage ein bisschen 0-1. Ja, das wäre ein bisschen. Sind glaube schon recht gut, offensiv nicht. Wir wollen nicht zwei Goal geben. Ja, wir haben eine starke Defensive. Ja, gut, sind auch wieder. Wir haben eine sackstarke Verteidigung. Ich glaube, da vorne habe ich einen gesehen. Ich glaube, mit einem 1-1 oder einem 0-1 können wir leben. Können wir leben, ja. Mal der Tipp steht fest, 1-1 oder 0-1, ganz klar. Wir tun auch die Russen rauswischen. Fest. Also gehen wir. Komm. Gut, komm. Wir warten jetzt hier schon etwa seit einer Stunde. Du hast an einer schönen Vorhalle. Immerhin mit dem Rauchen. Das ist der Flughafen, das ist gar... Oh, schau, Katz! Unglaublich! Ein Büssi! Der erste russische Einwohner, den ich gesehen habe. Also, wir sind jetzt hier angekommen, wir haben heute den Gorsch. Es ist eigentlich in Finnland, angenehm, warm. Wir haben jetzt hier die beiden Büsse. Mit dem fahren wir schnell zuerst zum Stadion, damit die Spieler können trainieren können, dann geht es ins Hotel. Schnee schön, Pulver, herrlich. Wo nehmen wir die Skiführer und können ein bisschen Skifahren. So, jetzt wird es mir gut. Verdammt, nochmal zu kalt. Wir stehen hier vor der Skyline von Magnitogorsk. Wunderschöne Aussicht haben wir hier. Was vielleicht noch interessant ist, da ist nicht der Hudson River. Das ist irgendein Fluss, keine Ahnung wie der heisst. Und einer am Fluss ist übrigens Asien. Wir werden nachher mal schnell den Kontinent wechseln zu Fuß. Das ist noch recht interessant, macht auch nicht jeder Mensch. Doch, vor dem Vereinsmuseum von Magnitogorsk. Sehr viel haben sie, glaube ich, noch nicht gewonnen. Spengler. Wer interessiert schon den Spengler? Das kann wieder ein Spengler gehen. Zweiter Rang in Davos, was für Lutschers. Erster Rang, ja, okay. Also, mir hat der Spengler gehört, falsch gewonnen. Oerlikon vor dem Trübli, wir stehen vor dem letzten Drittel. Auch in Oerlikon schneit es mittlerweile. Alle sind gespannt auf den ZSC auf dem letzten Drittel. Mental und Fan. Vielleicht sagst du auch noch etwas zu den bisherigen Leistungen vom ZSC. Es ist einfach göttlich. Wir sind hier auf Stockholm geflogen, zuerst nachher auf Moskau, von Moskau dahin. Es hat sich jede verdammte Minute so mit diesem huren Scheißflüger reingekommen. Ja, sorry. Gerade nicht wieder John Flower. Hoi! Wir sind am Tier! Es läuft, Mann! Es läuft ganz tief! Was machst du eigentlich? Hang mal blöde. Morgengymnastik, Punkt 1. Es ist kalt, frisch, angenehm. Und zum Zweiten, wer kann schon von sich behaupten, zwischen zwei Kontinenten hin und her kommt zu ziehen? Schau mal da oben. Russland ist vorbei. 2-2. Ich würde meinen, es ist nicht schlecht. Ich habe zwar müssen schlagen draussen. Es
ist, glaube es war nicht so schlimm, gewesen, wie man erwartet hat. Es ist ein gut organisiertes Land. Es ist ein super Stadion, es ist eine gute Mannschaft, es ist ein gutes Spiel. Und die haben gar nicht gesehen, du hast noch. Ja. Eben doch. Vier Jahre, Bis heute. So, fertig jetzt, lustig. Und jetzt habe ich euch genug lang belästigt, die Saison mit denen auftreten. Ciao zusammen. Was für ein Ausblick. Was für ein Auto. Die perfekte Frau. Die perfekte Wahl. Woran denkst du? An unsere Zukunft. Amag Retail. Ein gutes Gefühl. Hotel Meilingen. Für Jung und Alt. Im Sommer wie im Winter, im Frühjahr und im Herbst ein Ort, der durch seine attraktive Lage ein beliebtes Urlaubsziel ist. Hotel Meilingen. Im Berner Oberland. www.hotel-meilingen.ch. Hinter dem Hallenstadion geht die Party weiter. Nur 2 Minuten zu Fuß. Chill. Hot food and spicy music. ZSL 1 TV ist Ihnen präsentiert worden von Bellini. Menschen, Netze, Chancen.